Damen und Herren, da liebe Organisatoren, werte Mitstreiter, ich bedanke mich als erstes einmal für die Zeit, die ich jetzt doch hier schon mit Ihnen verbringen konnte. Und ich habe viel gelernt, bin sehr dankbar für die Vorträge, die ich hier schon hören konnte. Und möchte eigentlich mehr oder weniger meine ein Stockwerk höher gehen. Wir waren ja jetzt so ziemlich auf der Erde und haben uns mit Geld, verständlich für die Schweiz, wo sonst, haben wir uns auseinandergesetzt. Ganz wichtig, natürlich, wir müssen immer vom Boden anfangen, denn wir stehen ja auf dieser Erde und sie wurde uns anvertraut. Und wir sollten sie nicht missbrauchen, sondern eben genau genommen nutzen. Aber wir haben auch darüber hinaus haben wir eben Potenziale, beziehungsweise auch die geistigen. Die Analogebene der geistigen Potenziale ist die Kultur. Und dann haben wir noch die seelischen. Ja, das ist dieses Problem, das der Mensch eigentlich hat. Ne? Also das Geistige haut noch nicht hin. Von oben die Inspirationsebene und deswegen tut es sich schwer, der mittleren, der seelischen Ebene eine Ordnung zu geben, seine Ordnung, die muss vom Geistigen kommen, also quasi religiös formuliert, vom Heiligen Geist müssen wir alle, jeder für sich erleuchtet werden, auf das überhaupt Energie, man sagt dazu, psychische Energie entstehen kann. Und für diese Dimension waren, seit Adam und Eva, waren immer die sogenannten Religionen zuständig. Und daher haben die natürlich, ob wir wollen oder nicht, ein wesentliches, direktes und indirektes Mitspracherecht hier bei dieser Konferenz. Wir sind ja alle Resultate eben dieses Vorlaufs, dieser geistig-seelischen Prägung. Und aus dem heraus kommt unser Verhalten und der positive Aspekt der Verhaltensformen, den nennen wir Ethik. Und wenn die Ethik so in Nöten ist, wie sie ist, wir haben ja heute viel gehört, naja, dann bekommen wir diesen Tiefpunkt überwinden, als Kernfrage und als Kernproblem von uns allen. Denn wenn es abwärts geht, dann werden wir alle mitgerissen und wenn es aufwärts geht, also mehr evolutiv, ja dann freuen wir uns alle, aber wir müssen alle einen Beitrag leisten. Und diese Beiträge, die wir leisten müssen, die ja, hängen in erster Linie wieder mit unserem Handeln zusammen. Und da gibt es wieder einen doppelten Aspekt, qualitativ und nur quantitativ, vielleicht sogar einen dritten Aspekt, spekulativ. Also, ich glaube, die Schweiz hat Erfahrungen mit allen drei Bereichen. Sie haben da sicherlich große spirituelle, kulturelle Vorfahren, Kämpfer, die eben das geistige Fundament der Schweiz auch geschaffen haben. Und natürlich sind sie Schweizer, Gott sei Dank. Und haben wir schon jetzt über längere Zeit, sogar über Jahrhunderte, unter Beweis gestellt. Bravo! Ich bin ein Österreicher, wenigstens im geistigen Sinn, und wir sind einen ganz anderen Weg gegangen. Wir waren das Größte, was es einstens in Europa gab, nicht die österreichisch-ungarische Monarchie, haben wir auch heute gehört, nicht, dass irgendwo mit dem Ersten Weltkrieg hat es dann sauber gerumpelt und heute sind wir eben ziemlich geschrumpft. Ja, weil auch unser Fundament morsch war. In vielerlei Richtung. Unser Fundament, ich meine die österreichische Vergangenheit, ja, die hat lange gehalten, auch unter, wie sagt man, nicht seriösen Parolen. Andere mögen Kriege führen, also das Motto des Hauses Habsburg. Du glückliches Österreich, heirate. Also das hört sich wunderbar an, als offizielle Parole. Aber da waren viel Scheidungen drin und viel Pseudo-Ehen und so weiter und das hat natürlich dann auch nicht funktioniert. Dadurch wurde alles morsch, richtigerweise und natürlicherweise. Also die Frage ist eigentlich für mich, nachdem die Vorredner in ausgezeichneter Weise, Professor Dix ist schon
weg, schon und auch jetzt das Bandthema, sehr gute Vorarbeit geleistet haben. Ja, also mein konkreter Inhalt, der ist auch weg, der wurde eigentlich gut vorgetragen. Ich will aber trotzdem noch zum Thema Europa Folgendes sagen. Ich habe da gesurft, denn unser Thema ist ja Europa und dann sprechen wir über etwas Abstraktes, BRICS, hey, Indien, keiner kennt Indien, oder wir waren als Touristen schon dreimal dort, deswegen kennen wir noch lange Indien, oder China, oder Brasilien, oder Südafrika, also die BRICS ist etwas Unbekanntes, nicht? Wir, das wollen wir, nicht ganz, wenn es das Bessere ist im Vergleich zu Westeuropa, auch die EU mit NATO und allem drum und dran, naja, also da steht jedes Individuum vor einer bestimmten Entscheidung. Also was ist überhaupt Europa? Ich habe da von der Europäischen Union eine Ausarbeitung gefunden aus dem Jahr 2003, Information zur politischen Bildung. Was ist Europa? Woran denken wir, wenn wir an Europa denken? Wie definieren wir Europa? Und da gibt es also in erster Linie das historisch-kulturelle Europa. Antwort oder Klarstellung. Europa ist dort, wo das Christentum vorherrschend ist. Das Gemeinsame des Kontinents Europa basiert auf dem Erbe der Bibel, auf dem Grundverständnis der Kirche und deren ethischen und rechtlichen Prinzipien. Die Kirche war die erste europaweite und hierarchisch organisierte Machtinstitution nach dem Römischen Reich und definierte den gesellschaftlichen Grundkonsens. Daher, Resümee, Europa ist christlich und damit abgrenzbar. Also soweit die kulturelle Definition. Und schließlich, Europa ist dort, wo der produktive Kapitalismus seinen Ausgang nahm. Marktwirtschaft, Kapitalismus, Globalisierung. Also wir stellen fest, nachdem das Christentum ja auch extrem rückläufig ist, also Atheisten, Materialisten und so weiter, nehmen alle zu. Also ist auch das europäische Europa richtigerweise im Sterben. Es gibt kein Europa. Dieser Kontinent, der war also geografisch nie getrennt. Nie. Das ist ein Kontinent. Und dieser Kontinent, der hieß Eurasien. Und daher sind wir, ob wir das wollen oder nicht, wir sind alle Eurasier. Und daher kann es auch die Kernfrage, also die ich einerseits sehr begrüße, also die Kernfrage der Schweiz in dieser Eurasische Union oder wie auch immer, die ist ein bisschen abstrakt. Die sollte wirklich so verstanden werden und auf den Punkt reduziert werden, dass wir Teil dieses Eurasiens sind, immer waren und bleiben. Und wenn wir versucht haben, jetzt uns zu retten oder zu isolieren oder wie immer das versteht, dann ist es unser Problem heute. Wir müssen auch den Weg zurückfinden. Ich glaube, die Angebote, die von Seiten der BRICS-Staaten und so weiter kommen, die sind eindeutig. Das ist eine offene Struktur, also auf gleichen Werten, auf gleiche Rechte und so weiter. Und ich aus meiner Perspektive würde es natürlich sehr begrüßen, wenn es eben jemand gäbe, ist nicht mehr viel, ich glaube, die Schweiz ist der einzige freie Staat, der dann noch übrig ist in Europa, wenn der eben genau genommen aus dieser EU, die ich also nicht als fortschrittlich halte, sondern nur als Versuch, also diese Trennung, diese Pseudotrennung irgendwie zu fundieren und solange als möglich zu verteidigen, zu verkaufen und wie immer man da auf der politischen Ebene dazu sagt, also herumspielt. Also das wäre nicht meine Perspektive. Und die Perspektive, die ich vertrete, die habe ich, wie Herr Fankhauser da ein bisschen übertrieben natürlich gesagt hat,
die vertrete ich oder die habe ich mir erarbeitet über die Jahrzehnte in meiner Zeit, wo ich noch beruflich war. Also ich war damals aber schon, weil ich Österreicher war und so weiter, konnte ich ab 1970 so den Osten kennenlernen, den Kommunismus, aber ich war genauso insgesamt 100 Mal in den USA und konnte mich mit dem sogenannten Kapitalismus genauso auseinandersetzen. Und ich kann Ihnen nur sagen, in der Addition, sowohl die Menschen in Russland, auch in den USA, wir sprechen nicht von einem bestimmten Level, aber wunderbare Menschen. Also parallel zu uns, ich sage abstrakt, weil ich nicht alle kennengelernt habe, nur einen Teil, so gut wie wir oder so schlecht. Vielleicht aber ein Hauch besser, weil hier die Strukturen, die Entwurzelungen, die bei uns in Europa sehr oft stattfinden, jedes Jahrhundert geschmückt mit irgendwelchen Kriegen von, weiß nicht, von England und Frankreich und Richtung Westen. Im Herbst wieder kamen die Krieger zurück, verwundet, sind wieder nach Hause, haben sich ein, zwei Jahre erholt und dann fing das Ganze irgendwie wieder an, so hin und her. Ein Jahrhundert in Europa ohne Krieg gab es ja gar nicht. Nicht? Überall, wo wir hinkommen, gibt es in jedem Dorf, gibt es da auch den besonderen Hinweis darauf, dass eben hier die besten Söhne des Landes gefallen sind. Und das ist über ganz Europa unsere Vergangenheit, keine gute Vergangenheit. Also von der Seite her bin auch ich, ich bin die Generation, die im Zweiten Weltkrieg groß geworden ist, also bin ich natürlich sofort so vereinfacht mit fliegenden Fahnen in das Lager der Friedenskämpfer übergetreten, klarerweise. Und habe schon dann in den 50er Jahren angefangen, da gegen die Atomkraft und Energie und was alles da auch populär war, irgendwie mitzustreiten, mitzukämpfen. Und ja, dann haben wir in Österreich Gott sei Dank auch die Neutralität bekommen. Aber aus einer anderen Motivstruktur, ne? Während bei Ihnen ein kulturelles Fundament irgendwie ausschlaggebend war, hat man die Neutralität den Österreichern ein bisschen aufgezwungen, diktiert. Die Sowjetunion, die wollte damals für den Westen, für Westdeutschland, ein Zeichen setzen und hat als erstes einmal so als Bonbon, hat man Österreich diese Neutralität und die Vereinigung wieder geschenkt, aber der Partner da in Westdeutschland hat nicht reagiert, hat nicht angebissen und wir waren aber die Nutznießer. Aber wir sehen das nicht so mit dem Herzen wie Sie als Schweizer. Das haben eine andere Tradition. Sie haben schon ein anderes Bewusstsein. Wir sind noch immer sehr stark mit EU-Denken und so weiter verpflichtet. Oder dem EU-Denken verpflichtet. Meine Tätigkeit, die Herr Frankhäuser da angedeutet hat, als Frieden durch Kultur, basiert eigentlich auf Vorkontakte, die ich schon vor Gorbatschow schaffen konnte, also zur russischen oder sowjetischen Künstlerelite. Die Poeten und Dichter, die hatten auch in der Phase des Kommunismus einen sehr hohen Stand und wurden respektiert. Und aus dem heraus entstand dann eine Gruppe, zu der ich mich auch irgendwie bezogen fühlte. Und mit Gorbatschow entstand dann 1989 ungefähr diese Gesellschaft Frieden durch Kultur. Frieden durch Kultur versteht sich als Frieden gesellschaftlicher Harmonie. Frieden übersetzt ist gleich gesellschaftliche Harmonie. Wie schwer es ist, eine gesellschaftliche Harmonie, selbst im Kleinen, in der kleinen Schweiz, also als Fundament sicherzustellen, um darum zu kämpfen, immer neu und immer neu. Und dass da eben bestimmte Grundsatzentscheidungen fallen, die sich auswirken. Jetzt zum Beispiel die Frage, ja, geht man mehr Richtung EU oder geht man, so unsere theoretische
Frage, die ich auch unterstütze, oder geht man noch im Aspekt der Unabhängigkeit mehr in Richtung BRICS? Das setzt voraus, dass die Schweiz also diese Entscheidung irgendwo in naher Zukunft macht. Oder nicht mehr, weil sie nicht mehr kann. So, das ist, habe ich verstanden. Sie dürfen mich selbstverständlich und sollen mich korrigieren. Ich sehe, ich würde der Schweiz wünschen, dass sie diesen Schritt macht. Aber das setzt natürlich ein Bewusstsein voraus, dass der Mensch ist ja eine globale Wesenheit. Es gibt ja keinen Kontinent, wo keine Menschen sind. Nicht? Egal, ob sie jetzt gelb, braun, rot oder wie auch immer waren oder sind. Also von der Seite her wäre es ganz wichtig, dass Sie Ihre Position, Ihre ethische Grundhaltung, die Sie auch wunderbar im Rückblick sehr oft oder durch bestimmte Großtaten, das Rote Kreuz und was es da nicht alles gibt, unter Beweis gestellt haben, wenn Sie die also wirklich mit einbringen, das große Erbe Eurasiens, wir sind Eurasier, Sie haben Werte, das Know-how ist der Wert. Es gibt keine Firma ohne Know-how. Nicht? Und der Firmenwert, der Aktienwert, der richtet sich nach dem Know-how. Und natürlich das Potenzial, das dahinter steht. Also von der Seite bin ich der Meinung, ja, Sie sollten Ihr Licht nicht, wie sagt man, unter was stellen, unter den Scheffel stellen, ja, sondern richtig in den Scheinwerfer mutig eintreten und dafür kämpfen. Aber jeder Kampf, ja, Kampf ohne Kämpfer, das gibt es nicht. Aber vielleicht steckt so ein Gen schon da seit dem Wilhelm Tell, vielleicht steckt da wirklich etwas in Ihnen. Und ich hoffe auch, dass jetzt das Inspirative nicht nur in der deutschsprachigen Gruppe der Schweiz, sondern auch in den anderen Regionen und Kantonen, dass es, sagen wir mal, eine ähnliche Grundhaltung entsteht oder mit ihrer Hilfe entsteht. Das muss sein, überhaupt. Solche Entscheidungen werden ja heute nur auf der Grundlage der demokratischen Entscheidung gemacht, also mit Mehrheiten und so weiter. Also das ist noch viel, viel Arbeit, die Sie sich da vorgenommen haben. Und ich möchte eigentlich nur diesen Grundbegriff, ich wiederhole, das historisch-kulturelle Europa gab es nicht. Europa gab es nie, es war immer nur eine Pseudo-Administration oder wie auch immer. Ich erinnere mich, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die USA sogar vorgeschlagen, die Ostgrenze Polens als Grenze Europa-Asien zu erklären, aus diplomatischen Gründen etc. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also die Ostgrenze Polens, da fängt Asien an, weil die christliche Grundhaltung, die auch aus den USA vertreten wird und wurde, die wollte mit den Orthodoxen, die danach kommen, schon gar nichts zu tun haben. Also hier sehen wir diese Vermischung von Politik in Verbindung mit Kultur und sogar mit Religion, Konfession. Weil die vielen Gruppen, die es da jetzt wieder gibt auf kirchlicher Seite, egal jetzt auch im Islam, auch verschiedene Gruppen, die haben sich natürlich auch von der Religion entfernt und sind nur Konfessionen oder Sekten dieser Konfessionen geworden. Also wir müssen, über was müssen wir zurück? Wieder zur Qualität? Es gibt nur eine Antwort aus meiner Perspektive. Über die Ethik, über die Handlungsethik. Und wenn wir diesen Prozess, wer immer meint, auch als Volk, dass wir
diesen Prozess auslassen können, dass unsere derzeitige Handlungsethik, also die Qualität der Handlungsethik, genügt, um solche Sprünge zu machen, der täuscht sich. Das schwierigste Problem, das wir als Menschheit kennen, ist der Charakter des Menschen. Und wenn der einmal korrumpiert ist, und da haben wir leider starke Einflüsse in der Richtung vom kapitalistischen System, die gehen in Richtung Spekulation und was da nicht alles geboten wird. Und wir haben wirklich wunderbar, ganz herzlichen Dank, habe ich auch heute erst wieder die großen Zusammenhänge begriffen und finde sie entscheidend wichtig, dass unser Lebensinhalt in erster Linie spekulativ zu verstehen ist. Ob direkt oder indirekt, das spielt ja keine Rolle. Aber das Staatsgeschehen in unserem Namen, auf der Grundlage unserer Staats- und Ordnungsgesetze, das hängen wir in der Bredouille mit drin. Da können wir nicht sagen, das waren die anderen. Also auch hier sollte das Thema Ethik. Ethik verstehen wir als mehr als Handlungsethik. Also an der Handlung erkennt man, ob ein Mensch Ethik hat, Ethik besitzt, oder ob das nur eine verbale Täuschung ist, die er selber unternimmt. Das gibt es ja auch. Ne? Und wenn ich mir dann irgendeinen Talar ansehe, dann habe ich noch lange keine innere Herzensbildung oder Synonym für Herzensbildung Ethik. Also da sehen wir größere Zusammenhänge zwischen Herzensbildung, die Herzensstimme und alles, was mit dem Herz zusammengehört und damit eben auch eine höhere Moral, kann man auch sagen. Aber der Begriff ist tot. Der Begriff Moral, den gibt es nicht mehr. Also den gab es bis vor 30, 40 Jahren. Ein bisschen hängt es mit uns zusammen, mit unseren Tätigkeiten, denn als erstes Ziel haben wir als Friedende Kultur erklärt oder uns vorgenommen, diesen ethischen Unterricht an Schulen, den müssen wir propagieren. Und den haben wir da vor 25, 30 Jahren angefangen, also zu propagieren. Daraus ist erfreulicherweise, die Zeit war reif, weil die Weltkriege haben ja doch irgendwie reflektiert als Erkenntnis und dadurch hat man eben den Ethikunterricht in fast allen europäischen Staaten, inklusive Russland etc. eingeführt. Das ändert nichts daran, dass da nebenbei auch die Konfessionen ihren Unterricht halten sollten oder können. Für meine Begriffe müsste es aber nicht heißen, für die Schulen oder für unsere, aus unserer Schicht, dass Schüler, Eltern vor die Wahl gestellt werden, Ethikunterricht oder Religion. Das müsste beides heißen. Das kann man doch nicht gegeneinander ausspielen. Ne? Also wenn wir es jetzt aus ethischer Sicht. Ne? Religion ist Ethik. Und wenn Religion nicht Ethik ist, also in der praktischen Exekution, dann ist ja auch keine Religion. An den Taten solltet ihr sie erkennen. Das habe ich nicht gesagt. Ne? Nämlich aus dem Neuen Testament. Also in diese Richtung. In diese Richtung müssen wir alle etwas tun. Warum auch meine Sympathie in Richtung Osten, die man vielleicht ein bisschen hört schon oder heraushört. Ich finde, dass die Menschen dort, das habe ich schon in der Phase der Sowjetunion auch kennengelernt, dass sie eben fundierter sind in ihrem Innern. Sie stehen mehr in einer Einheit, in einem Gleichgewicht, in dem sie noch stärker eben mit ihrer Heimat, mit der Natur und auch so mit der Einfachheit und so weiter, wie wir heute auch gehört haben, verbunden sind. Während wir im Westen auch bedingt durch in Europa, also im Pseudo-Europa,
Während wir durch diese Entwicklung so einen Lebenshunger hatten, das wissen wir, entstanden nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht in der Schweiz, aber außerhalb der Schweiz, in Europa so eine Art Lebenshunger, und der hat die Menschen so, ja, aus dem Gleichgewicht gebracht, in ein Übermaß hineinzugehen und sich zu wünschen und spekulieren, also Übermaß wieder das Fundament für charakterliche Entartungen. Der Mensch wird dann, irgendwo gibt es da diese Zusammenhänge, ja, dann spielt er gerne und möchte sogar, also aus ethischer Sicht ein Paradox, ein arbeitsloses Einkommen haben. Also der Höhepunkt unethischer, sagen wir, Anforderungen. Aber das arbeitslose Einkommen, das man eben heute so hat, nebenbei, vielleicht hat man einen Job, so noch, weil es nicht anders geht oder weil es die Tradition bedingt, aber das Haupteinkommen hat sich ja bei sehr vielen auf die spekulative Ebene auch verlagert. Und das wird vom Rechtsstaat und alles, was dazugehört, wird es ja nicht nur toleriert, gesetzlich erlaubt, geschützt und so weiter. Also das nicht nur bei ihm, also das gilt im sogenannten Westen. Der Osten, also abgesehen von Russland, und wir haben die Zahlen gesehen, aus wie vielen Völkern Russland besteht, da gibt es jetzt als Analogie, die kenne ich besser, zum Beispiel Kasachstan. Kasachstan hat auch gut 10 Millionen, 12 oder 13 Millionen Einwohner. Und wir hatten schon unter Gorbatschow, aber dann nach Gorbatschow, die Möglichkeit schon 1992 Kasachstan besser kennenzulernen als Frieden durch Kultur. Da gab es eine große Konferenz und da gab es die als Kernfrage, ja, was mache ich, der neue Präsident, der alte Parteisekretär, was mache ich? Ich habe 125 sogar verschiedene Ethnien. Und ich habe dazu noch 25, 30 verschiedene Religionen im Land. Wie gehe ich mit denen um? Das war in der Phase der Sowjetunion überhaupt kein Problem. Also in der Stalin-Diktatur wurde da von oben diktiert und alle standen natürlich stramm. Keiner wollte nach Sibirien, obwohl sie schon dort lebten, in Kasachstan. Ja, aber in einer Demokratie geht es nicht. Also wir haben ihm damals empfohlen, also Kollegen aus Russland, Ukraine und ich, in einem Gespräch empfohlen, eine Art runden Tisch zu organisieren, an dem alle 125 Ethnien ihre Vertreter, Völker, 125 verschiedene Völker, ihre Vertreter sitzen haben. Und an dem Tisch muss er sich aber auch auf gleicher Ebene, nicht als Präsident, sondern nur eben als Ausgleichsfaktor, muss er sich mit seinen Völkern auseinandersetzen. Grundlage ethische Dialoge, und die Völker formulieren sich in allem, was sie unzufrieden sind, was sie sich wünschen, vorstellen etc. Und das Leben wollte es so, dass die Zeit dort reif war, dieser Präsident, den es heute noch gibt, der erst vor ein paar Tagen, glaube ich, wieder gewählt wurde, der hat eine People Assembly, eine Völkerversammlung, als staatliche Institution gegründet. Und diese staatliche Institution, für die hat er extra eine wunderschöne Pyramide gebaut, da gibt es diesen großen runden Tisch, und da sitzen eben da die 120 verschiedenen Vertreter der Völker mit ihm zwei, dreimal im Jahr, und da wird also wirklich Dialog geführt. Und dieser Präsident hat in Verbindung damit natürlich die normale politische Seite zurücknehmen müssen, weil er hat diesem Völkerparlament entsprechende Rechte, politische Rechte eingeräumt, auf Kosten natürlich der westlichen Demokratie, wo wir nur
eben da die Regierung kennen, dann die Legislative und die Exekutive. Also da hat er auf jeden Fall Autorität an die Völker verlagert und hat sich dafür aber einen Frieden eingehandelt, wo er keine Polizei und Militär und was es da nicht alles gibt, mehr einsetzen braucht. Die regeln und regulieren sich selbst. Also soweit dieser Trick 17 oder wie das heißt beim Kartenspielen. Also die Politik hat noch große Reserven, wo sie genau genommen also vieles besser machen muss. Und da ist ja bekanntlich auch der Westen in größere Nöte. In England, da traditionell hat die größere Partei die anderen Betriebe unterjocht. Also Beispiel jetzt in England, die Schotten, ja, und die haben die besiegt und zack waren die in den gleichen Sack drin und haben Großbritannien draufgeschrieben und dann kamen die Iren auch noch dazu in den Sack und so weiter. Aber die Zeiten sind vorbei. Die Völker, die gehen auf die Barrikaden. Egal, also nicht nur in Westeuropa oder auch im Osten, in der Ukraine und so weiter, sehen wir da schon Ähnliches. Und Russland, darf das erfreulicherweise sagen, Russland ist dabei, dieses kasachische Modell also auch aufzubauen und ist schon da mit den halben Fundamenten durch oder schon mehr. Also das heißt, diese Idee aus Kasachstan, die wird eine Art Exportartikel. Und wir sehen das auch in Verbindung mit den vielen Milliarden. Also Kasachstan ist ein sehr reiches Land. Wie reich, das weiß Kasachstan selber nicht, weil es sind in erster Linie Naturschätze. Und die werden vom Markt irgendwie bestimmt. Aber ein hoher Prozentsatz dieses Reichtums fließt in Richtung dieser Völker, in Schulen und Bildung und alles, was dazu gehört. Und ein Hauptinvestitionspunkt ist die Stadt Astana. Der Präsident hat dann mitten in der Wüste, da war nichts, hat er um eine neue Metropole gebaut, Astana. Und klar, das ist verglichen mit unseren alten Zentren, die ich zum Teil ja, Großteil ja auch kenne. Das ist also eine andere Welt. Die Schwierigkeit ist natürlich, den Menschen den Sprung zu machen. Sie als Schweizer haben sich an ihre, sagen wir mal, positive Isolation haben sie sich gewöhnt. Richtigerweise. Es gab ja auch nichts Besseres. Also warum hätte man diese Fundamente in Frage stellen sollen? Da war schon im Nachbarland, also Deutschland, viel unruhiger. Da gab es also ganz andere Bewegungen. Und wir in Österreich, ja, wir waren mit dem Kaiser ganz glücklich, so ungefähr. Er war unser Vater in dem Sinn, dass er sich schon um seine Völker gekümmert hat. Und wir haben als Österreich innerpolitisch, als Monarchie, haben wir auch kaum Kriege geführt. Es gab da so kleinere Aufstände, aber an und für sich waren wir auch relativ zu den anderen Großmächten friedensbewusst in der Mitte, sagen wir mal. Die Schweiz hat sich da rausgehalten, dann kommen wir in Österreich und dann kamen dann die Franzosen, Napoleon, wie sie alle hießen, die sich da Lorbeeren holen wollten, bis sie dann in Moskau auf die Nase gefallen sind, als Beispiel. Also diese Tendenz, die auch heute noch im Menschen drinsteckt, also NATO und alle diese Spielereien, die eben, wir haben auch gehört, wie viel Geld dorthin fließt in die NATO. Aber das ist zugleich geistige Substanz. Das ist unethische Substanz. Das sind ja unsere Gelder. Und damit, weil ich auch Ethik in Verbindung mit einer bestimmten Kausalität von Ursache und Wirkung, also ich kann nicht hier die NATO finanzieren und dann empört sein, wenn die NATO Kriege führt. Jetzt zum Beispiel. Also das ist was für ein Irrenhaus, ja, aber nicht für einen Menschen, der einen Pass hat, wo noch drin steht, dass er normal ist. Ich sag das so krass.
Also ich will damit ja auch nur etwas transportieren. Also irgendwo muss die Ethik fundiert werden. Ursache und Wirkung. Das ist das charakterprägende Grundelement. Also das heißt jetzt, dieses positive Handeln bedingt positives Denken. Es kann nicht einer negativ denken und dann positiv handeln. Also diese Paradoxe gibt es nicht. Und ob da drauf jetzt obendrauf in der Verpackung christlich steht oder hinduistisch oder buddhistisch oder was auch immer, darüber sollten wir ja gar nicht streiten. Wir sollten den Wert als solche, der an und für sich einzubringen ist, in unsere Situation. Also ich sage wieder, ich habe meinen ganzen Vortrag umgedreht, weil ja alles gesagt wurde. Ja, also das ist mir das Wesentliche, als Botschaft und als Fundament. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Impulsschwelle, wenn die eben auch diesen Aspekt mehr sieht. Ne, es geht ja, ist das schon die Zeit? Nein, nicht, aber ich habe gemerkt, dass die Leute das Video sehen und also vielleicht 10 Minuten Pause machen. Und ja, natürlich. Nein, ich würde sogar gerne jetzt in Verbindung mit dem, was wir gehört haben, ja, und auch raus, bitten, dass wir, wenn noch Fragen sind, dass wir das jetzt genau genommen gemeinsam machen. Ja? Ja. Wenn wir dann noch 10 Minuten Pause machen, ist uns der Präsident. Ja? Das ist deshalb nicht. Ja? Also einverstanden. Also abschließend jetzt, solange ich dann noch was sagen darf. Nein. Also geht es mir darum, die nächsthöhere Ebene, die über die Probleme, die die Probleme auslösen, unsere Schwächen auf dieser Ebene, besonders auf der ethisch-charakterlichen Ebene, egal wo und wer, das sollten wir vielleicht gar nicht diskutieren. Das wäre die falsche Richtung, dass wir Schuldige suchen. Die Schuldigen sind wir direkt und indirekt selber. Selber. Also nicht umsonst habe ich Gott sei Dank so eine kleine Mannschaft und wir waren erst dieses Jahr waren wir im Baltikum, wir haben im Baltikum viele Freunde, ich darf sogar im Baltikum im Parlament durfte ich sprechen. Dann haben wir da in Astana, in Russland, in der Ukraine, auf der Krim. Wir hatten erst voriges Jahr eine größere Konferenz auf der Krim. War das voriges oder schon? Vor eineinhalb Jahren. Und so weiter. Also es ist ja egal, jeder muss was tun. Und Sie tun indirekt, habe ich Sie schon bestätigt, oder gelobt, kann man auch sagen, dass Sie über das Rote Kreuz und so weiter ja sowieso sehr viel tun. Ja, und da fördern Sie das auch. Weil das ist jetzt schon ein qualitativer Wert im globalen Verständnis. Und Sie haben noch mehr Potenziale stecken in den Schweizern, für die man global in der Kooperation, jetzt mein Schlusswort, mit der BRICS-Gruppe einbringen könnte. Inwieweit die BRICS-Gruppe hinter dem Schweizer Franken so her ist, würde ich bezweifeln. Aber ihre geografische Lage in Eurasien, sagen wir jetzt nicht mehr Europa, ja, ihre geografische Lage und ihre kulturelle Potenziale, die sind ein Wert. Sind heute noch ein hoher Stellenwert. Also nicht nur darüber freuen, sondern ja, mit der Impulsstelle zusammen was tun. Ich bedanke mich ganz herzlich.